Jahren und herzlich willkommen hier bei uns im Familienhaus. Ich bin Franziska Rauch und ich leite eigentlich das Projekt Erstes Lebensjahr freitags um 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr hier bei uns im Familienhaus, was aber momentan aufgrund der aktuellen Lage und der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden kann. Nichtsdestotrotz möchte ich euch heute gerne eine kleine Spielidee mit nach Hause geben. Und zwar, wie man ganz schnell so einen tollen Spielhandschuh selber gestalten kann. Ja. Alles, was man dafür braucht, ist ein ganz normaler Handschuh. Kriegt man relativ günstig. Wir brauchen dazu Garn und eine Nadel. Wir brauchen verschiedene Materialien, die wir an den Handschuh dran nähen möchten. Das kann zum Beispiel eine Feder sein. Das können verschiedene Bänder sein. Ich habe noch dran gemacht Weihnachtsbaumkugeln, ne? Die glitzern auch sehr schön. Man kann bunte Pompons vorne dran kleben. Zum Beispiel eine kleine Blume. Holzkugeln. Was ihr dranhängt, da ist eurer Fantasie freien Lauf gelassen. Ihr müsst dann einfach nur die Materialien vorne an die Fingerspitzen mit dem Garn dran nähen. Ich habe jetzt hier eine Weihnachtsbaumkugel und hier ist eine kleine Blume und eine Feder und hier ist so ein kleiner Baustein. Und wenn ihr dann mit eurem Baby spielt, optimal auf so einer kleinen Matratze, vielleicht auf dem Boden, könnt ihr den Handschuh dem Kind über den Körper halten. Ihr könnt es zum Drehen animieren, indem ihr den Handschuh nach rechts und links bewegt. Das Baby versucht sich vielleicht danach zu drehen, nachzugucken, versucht vielleicht auch den einen oder anderen Gegenstand am Handschuh zu erreichen. Dann die andere Richtung. Und ja, man kann das Ganze variieren. Ihr könnt dran nähen, was ihr wollt. Könnt auch verschiedene Handschuhe, das kann man auch mit zwei Fingern machen. Ne? Passt auch gut in meine Wickeltasche, wenn man unterwegs ist, um das Kind noch ein bisschen bei Laune zu halten. Und ja, bietet optimale Anreize für die motorische Entwicklung und für die visuelle Wahrnehmung.